Alter, ich war schon wieder heute schwimmen. Boah, ich bin so nass. Es hat draus geregnet, ey. Was ist das denn? Was? Warum sind hier Blätter? Hey, wir sind live auf Sendung. Hä? Oh. Herzlich willkommen zu den Nachrichten. Zum Inland. Mount Everest. Auf dem Mount Everest sind 5 Gramm Schnee gefunden worden. Die Einwohner Chinas sind geschockt. Was habt ihr uns für Sätze gegeben? Kuhstreit. Im Osten von kam es zu einem Kuhstreit. Die Kühe streiten sich schon 2 Tage lang um ihre Milch. Auch die Milch wurde irgendwann richtig sauer. Guten Tag, Dr. Schöse. Ich soll jetzt für die Nachrichten vorsprechen. Okay. Bin ich da dran? Warten Sie bitte noch ein paar Minuten, ja? Sie kommen gleich dran. Tschüss. Kommen wir nun zum Ausland. München! In einem Bauernbetrieb in München wurden 5 Liter Sahnemilch verschüttet. Der Sohn des Betriebes rief sofort die Polizei und das Bundesamt für Milchverbrennung 3. Grades. Es gab keine Verletzungen. Die sind auch immer dümmer, oder? Amerika. Der amerikanische Wissenschaftler Pong Peng. Was? Oh, also was gibt ihr uns für einen Scheiß, Alter? Der amerikanische Wissenschaftler Pong Peng machte eine interessante Entdeckung, nämlich die Entdeckung. Er deckte ein Stück Fleisch. Was? Er deckte ein Stück Fleischwurst an beiden Enden ab. Alter, das ist eine Kacke, was gibt ihr uns? Ich hasse das. Heutiger Gast, Professor Dr. Schnösel. Komm doch. Ja. Was gibt's? Tag. Ja. Zu welchem Thema wollen Sie sprechen? Das Thema? Heute, mit dem ich Sie belasten möchte, lautet die Titanic. Man weiß ja, dass die Titanic gesunken ist. Laut des damaligen hat man ja nicht gedacht, dass die Titanic sinkt. Also nicht singen, so von Sprache, sondern Wasser. Wasser. U-Boote kommen ja immer und aber die Titanic halt so. Dieser Name hieß ja RMS Titanic. Das kommt daher, dass die Titanic damals RMS Titanic hieß. Ja. RMS steht ja für Regen, Matsch und Schnee. Das heutige Symbol auf den Reifen MS, damals noch RMS. Regen, Matsch, Schnee. Logischerweise hat man heute auf den Reifen das geschrieben, damit man im Schnee und Matsch gut fahren kann. Bei der RMS Titanic ist man davon ausgegangen,
dass das nicht so ist. Sondern die hat ja gar keine Reife gehabt. Somit auch RMS Titanic. Ich weiß auch nicht. Nun, das. Kommen wir nun, was habe ich rausgefunden? Ja, die Titanic besteht aus Holz, also nicht aus Titan, wie damals gedacht. Nein, aus Holz und anderen Sachen wie Metall. Ganz wichtig, Metall. Das Metall zu der Zeit damals war aus, ja, Metall. Und es ist unvorstellbar, wie ein RMS mit einem, eine Titanic mit RMS-Unterstützung an einen Schneeberg prallt und trotz der RMS-Regenmatsch-Schnee-Beschichtung, wenn man so will, trotzdem untergeht. Geht ja gar nicht. Dachte man sich damals auch, aber man wurde ja eines Besseren belehrt. Somit kann man nur sagen, nee. Und das habe ich halt herausgefunden, nicht? Dieses RMS, das ist eigentlich ein No-Go, wenn man so möchte. Und ich bin der Meinung, ich habe recht. Durch ausgewogene Frischhalteprodukte, Forscher, sagte man sich dann auch, ja, was redet ihr denn da? Der Meinung bin ich übrigens auch. Von daher, ja. Ja. Und sonst? Rufen Sie mich an. Die Nummer steht vermutlich im Telefonbuch. Jo. Auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, wo soll ich her? Hier ist irgendwie kein Ausgang. Bin ich da richtig? Sie müssen da hinten die Tür links und nicht die Tür rechts. Okay, danke. Habe ich direkt meine Haare gerissen. Und nun das Wetter. Ah, das ist Killerwetter. Ich hab keinen Bock mehr darauf. Was gibt's denn noch so, Alter? Die Seite hat man gar nicht gesehen. Morgen gibt es im ganzen Land Temperaturen. Hättest du jetzt nicht gedacht, ne? Was ist das für eine Nachrichten-Community? Es wird wärmer oder kälter, das hängt vom Wetter ab. Ja, das stimmt. Also das ist logisch, logisch, ja, logisch. Die relative Luftfeuchte beträgt morgen plus oder minus. Was ist das? Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich diese Nachrichten mache, oder mein Chef? Keine Ahnung. Am Abend wird es zunehmend dunkler. Autofahrerinnen, Fahrer ohne Auto und Kirchenpfarrer wurden gebeten, das Licht einzuschalten. Nachts! Ist das dein Ernst? Was gibt's uns?
In der Nacht wird es spät. Also schauen Sie auf die Uhr.